So, Good Monkeys, RLP hier und weiter geht's mit dem Drug Dealer Simulator. Ja, wir räumen weiter das Ghetto auf und bringen es auf Vordermann. In der letzten Folge hat das ja nicht so super funktioniert. Kein Wunder bei diesem Polizeistaat, ja. Ständig willst du hier irgendwie was aufräumen und willst das Ghetto endlich auf Vordermann bringen. Das kann doch nicht wahr sein. He's running away. Get him. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sag nur so, in der letzten Folge wurden wir etwas aufgehalten. Ja, etwas ist gut, Kollegen und liebe Freunde. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt stochert er da hinten irgendwo rum. Ich bin hier. Ah, darf doch wohl nicht wahr sein. Und wo ist mein Koffer? Oh mein Gott. Oh nein, den habe ich gestern irgendwo abgesetzt. Aber wo? Oh shit. Toll, da kann ich mich jetzt erstmal drum kümmern. Hätte ich ja nicht mal flüchten müssen. Toll. Wir suchen erstmal unseren Koffer wieder. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Hey, you wait. Diese Folge kann ruhig ein Don't bisschen move, länger. or we Ja, halt die Schnauze, ich will was erzählen. Diese Folge kann ja ruhig ein bisschen länger werden. Ich habe ja heute schon 9 oder 10 Larry-Videos hochgeladen. Sind aber alles alte Folgen, also ich hatte die noch nicht hochgeladen. Ich habe die mal vor 3 Monaten alle an einem Sonntag recorded. Und ja. So, irgendwo gestern bin ich hier lang gelaufen. Ist das mein Koffer? Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich. Nee, das war da hinten. Irgendwo da hinten. Ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen, scheiß auf den Koffer. Ja, das ist er. Da ist das Viagra drin und was nicht alles. Sehr gut, sehr schön. So, richtig schön, dass ich wieder oft Videos zu dem Spiel mache. Da kommen die Flashbacks zu dem Februar in diesem Jahr, wo ich jeden Tag 5 Videos hierzu hochgeladen habe. Oh Mann, schöne Zeit. So, wo muss ich denn hin? Weiß ich gar nicht. Waren wir hier schon fertig mit dem ganzen Kram? Der Respekt müsste eigentlich relativ gut am Kochen sein, außer in Bad Asia. Aber das war sowieso schon immer so, weil in Bad Asia kannst du halt keine Kunden so richtig bedienen. Was soll ich machen? Soll ich da. Eigentlich kann ich Bad Asia am besten anzünden. Die Gegend braucht sowieso niemand. Und Keiji wohnt da. Ich meine, das Ghetto wäre ohne Bad Asia besser dran. Nee, Quatsch. So, ja, was muss ich jetzt machen hier? Ich weiß es nicht. Kann ich nirgendwo mehr sprayen? Das gibt's doch nicht. So, dieser Hans, der will auf jeden Fall eine Probierprobe. Ja, mittlerweile kann man sich die Probierproben ja auch gönnen. Ohne zu verrecken. Kein Wunder, dass ich nie neue Kunden bekommen habe. Ja, die Leute haben eine Probierprobe von mir erhalten und sind direkt verreckt. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Also dann konnte der neue potenzielle Kunde ja auch gar nicht seiner Verwandtschaft verklickern, hey, dieses Produkt. Das ballert voll rein, weil er hat gezogen und ist direkt verreckt. Ja, toll. Das hat natürlich auch meinem Ruf etwas geschadet, nehme ich mal an. Aber jetzt ist alles anders. NLP You there. Come here for a spielt jetzt moment. mal Are you halbwegs vernünftig, carrying any sofern drugs das or für ihn überhaupt weapons? möglich ist. So. Ich hoffe, ich nehme auf. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, clean. Ja, Go ja. home. Ich gehe nach Hause, ich gehe zu meiner Traumfrau in die Tanke. Guten Morgen, Amy, du bist ein Schnuckiputz. Ja. So. Gut. Hier ist der Polizeistaat anscheinend wieder richtig am Start. Kein Wunder nach der letzten Folge. Ich wurde hier herumgescheucht wie ein geschüchtertes Karnickel. Ja, also wirklich. Das war ja nicht mal feierlich, was die Cops hier abgezogen haben für eine Schikane. Also letzte Folge fand ich wirklich mit am schlimmsten, was ich hier erleben musste in diesem Ghetto. Ich wurde ja locker 8-9 Mal kontrolliert, beziehungsweise sie haben es versucht. Ich lasse mich natürlich nicht betatschen, das ist ja klar. Ich kenne meine Rechte. Und ja, aber trotzdem, 9 Mal verfolgt zu werden, da ging mir ganz schön die Pumpe. Das war schon zu viel Sport. So, ich muss auf jeden Fall mal wieder Koks kaufen. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Ja, jetzt geht's hier wieder nach vorne, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das? RDLP spielt paar Mal vernünftig und der Laden ist am Laufen. So, 400 Gramm. Einfach mal bestellen, ja, als ob es nichts wäre. Ja, toll, hier ist gar nichts am Laufen. Der Ruf wird auch nicht besser. Kann auch wohl nicht wahr sein. Ah. Ja, toll, ich habe nicht so viel Schnee. Ihr Trantüten. Larry-Mische. Wieso heißt das denn Larry-Misch? Ach so, genau, weil es eine Larry-Mische ist, heißt es Larry-Mische. Ja, das ergibt Sinn. Dann beliefern wir erstmal unseren Kunden da. Gehen noch ein bisschen sprayen.
Wie spät ist denn das jetzt? Ach, 12.19 Uhr. Ich warte das nicht ab, ja, das dauert mir echt zu lange. Ich hol schon mal das Geld und so weiter, falls mir jemand Geld geben will. Ja. Nate will mir Geld geben, ja, das kann ich, da kann ich gut und gerne drauf verzichten. Was kann der mir schon groß anbieten? Wenn Nate sagt, ihr gibt ihr Geld, dann meint er damit Monopoly-Geld. Ja, und er malt das Monopoly-Geld dann immer so an und denkt, ich merke das nicht. Weil er hat ja alles selber wieder... Er zieht das ja nicht mal selber weg, er hat das wieder verloren oder verschlammt oder was nicht alles. Der Typ ist einfach inkompetent. So, 5 Gramm für dich. Du Peter. So. Oh, hier wollen ja alle Probierproben. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, ich habe zu wenig Kunden. Ey, wenn du einmal in der Grütze drin bist, ne, dann kommst du nicht mehr aus der Grütze raus. Das ist einfach so. Ah. Wie schnell ich jetzt die Level aufsteigen werde, das ist Wahnsinn. Oh, shit, Cops. Ja, Tarnkappe bringt auch einen Scheißdreck, sind wir mal ehrlich. Oh, hier kann man wieder nicht lang. Hier kann man aber sprayen. Hey, jetzt ist Respekt fast überall am Kochen. Ich verstehe nicht, warum ich keine Kunden habe. Oh, noch eine Probierprobe. Da wirst du ja arm bei. Und mein Zimmer wollte ich auch noch aufräumen. Das mache ich auch gleich als erstes, während ich da warte auf Eddie. Die Trantüte braucht ja sowieso wieder 10 Stunden. Das ist ja nichts Neues hier. So. Kann ich gleich auch erstmal wieder schmuggeln gehen mit dem Koffer, weil ich muss rüber. Das Geld müsste ich eigentlich im West Detoner nehmen. Na. So, Charlie Vaseline, nicht verrecken. 8 Gramm, bist ein guter Mann, guter Kunde. Ja, 344 Dollar. Das schmeckt. Na toll, das schmeckt nicht. Will der eine Probierprobe? Nö, alles gut. Da. Noch mehr Korps. Na, wenigstens laufen die nicht zu mir hin. Die laufen von Nate weg, weil Nate stinkt und das riechen sogar die Cops. Na, na toll, natürlich steht Nate irgendwo und nirgendwo, wo ich nicht hinkomme. Na toll. Du kannst doch nicht einmal mitdenken, ne? Willst mir das Leben wieder erschweren? Steht da hier hinterm Zaun. Boah, so wenig, Nico. Oh Mann, Nate, du Versager. Du 1550. Das ist ja mal voll die Grütze. Ah, hier. Nein! Ja, nun? Haarklemme links, 8, was? Bam, RDLP, kompletter Thief Simulator Profi. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich für ein bisschen Geld da jetzt rüberstiefeln soll. Nö, lassen wir, scheiß drauf. Ich komme da noch früh genug hin. So, der will auch noch ein Probierpröbchen. In Two Towers habe ich glaube ich auch noch nicht so viel Respekt. Von daher ist das ganz gut. So, 4 Gramm. Ja, ich wollte dir 5 Gramm geben. Es tut mir sehr leid. Ja, von wegen nicht so viel Respekt. Alles auf Anschlag. Wie kann ich immer noch keine Kunden haben? Das komplette Ghetto ist gerettet. Ja, ist doch mal so. Das komplette Ghetto ist schon auf Vordermann. Kann auch nicht sein. Ich spiele jetzt schon 3 Folgen vernünftig. Shady. Das gibt's doch nicht. Was ist los mit euch? Seid ihr jetzt die kompletten Luschen oder was? Guckt euch meinen Respekt an. Ja gut, hier ist noch nicht so gut und da ist auch nicht so toll, aber der Ruf geht auch nicht nach vorne. Ich glaube mein... Und vor allem bei Ruf steht auch, die Kunden lieben dich. Das kann überhaupt nicht sein. Die müssten mich total verachten. Naja, gut, dann räumen wir mal mein Zimmer auf. Diese ganzen Koffer müssen hier raus. Na. Ja toll, den kann ich schlecht entsorgen. Ach, das sieht ja auch scheiße aus. Hey, guck mal, wie das aussieht hier. Mit dem Bett und was nicht alles. Nee, das reicht jetzt. Weg damit. Nee, das sieht scheiße aus. Ich will jetzt heimisch leben. Hallo, was ist denn jetzt los? Ja, geht doch. Also da kann das Bett ja ruhig drin stehen bleiben, aber so hässliche 2 Betten. Hier liegt noch eine Wasserflasche. Ja toll, ich habe nicht mal ein Inventar draußen. Das ist der falsche Koffer.
Oh. Die Wasserflasche muss raus. Alles muss raus. Dann kann ich am besten nochmal rüberstiefeln. Dann hole ich mir noch einen Kanister. Da kommen die ganzen Reste rein. Ja. Ja, 2 Gramm Meth, das kann ich auch irgendeinem schenken. Und den Gramm kann ich auch irgendeinem schenken. Und die 70 Gramm kann ich auch irgendeinem schenken, ist eh klar. Waschpulver behalte ich, das kommt aber auf den anderen Tisch. Dann baue ich sowieso nochmal einen anderen Tisch. Die Couch steht hier auch ein bisschen falsch. Wo soll denn die Couch hin? Hier ist doch schön. Ja, sehr schön. RDLP hat überhaupt keinen Durchblick, was Innenarchitektur angeht. So, das sieht mir auch ziemlich scheiße aus. Das geht nicht. Stell ich das hier hin? Ja, der kommt, der sieht auch scheiße aus da. Kommt der auch hier hin? Das sieht doch schon mal besser aus. Kann ich einen kompletten Koffer denn da rein tun? So, zack. Boah, ey, was ist das denn hier alles? Jetzt sind die Reste von Ruf der Natur und was nicht alles. Na toll. Ja, toll, ich kann... Den Koffer kann ich da nicht reintun, oder? Doch, kann ich. Sehr gut. Sehr gut. Da kann ich die ganzen Koffer reintun. Ja, Premium. Super Sache. Ja, komm, Mordler. Super, toll. Item nicht gefunden. Was heißt der Item nicht gefunden? Ich glaube, der Schrank ist schon voll. Nee, kann ja gar nicht sein. Was heißt hier... Oh, Mann. Item nicht gefunden. Ja, toll. Dann kommen die Koffer jetzt doch woanders hin. Ja. Die beiden bringe ich in die Garage. Die hole ich später mal wieder ab. Wie gesagt, alles wird unters Bett, aka die Garage, geschmissen. Das ist Aufräumen für Profis, Leute. Ja. Alles in die Abstellkammer. Gar kein Thema. Soll ja nicht zu ordentlich hier werden. Zack. Ja, so muss es aussehen. So ist es schick. Oh. Ja, toll, jetzt habe ich keine Probierpröbchen. Dabei ist da ganz heiß auf das Zeug. Na toll. Wieder richtig gut geplant vom RDLP. Muss ich die denn auch... Ja, ich muss das jedes Mal wieder aufmachen. Sogar die Türen schließen die Cops wieder ab. Das ist auch wieder Schikane vom Feinsten. So, das ist mein richtiger Koffer. Das ist... Irgend so ein Scheißkoffer. Und das ist mein Hauptdrogenkoffer. Den behalte ich auch mal hier. Weil der Koffer kommt dann auch weg. Ja, ja, ich hab's ernst gemeint. Ich bring das Ghetto auf Vordermann. Hättet ihr nicht für möglich gehalten. Ich tu's aber. So, zack. Sieht schön aus. Einfach schön. Einfach toll. Ah. So, zack. Und das müsste jetzt der richtige Koffer sein. Sehr gut. Hier liegt noch Backpulver. Das kann ich auch irgendwie loswerden. Gut, dann gehen wir jetzt rüber zu Jamie. Dann werde ich mir noch 2 Kanister holen oder 3. Und dann passt das. Na, oh, shit. Hier muss natürlich gesprayt werden, immer mal wieder. Sonst funktioniert das nicht. Mit dem dauerhaften Respekt. Boah, das Video geht schon 15 Minuten und ich habe noch nichts so richtig hinbekommen. Ja, was heißt nichts hinbekommen? Die Bude ist wieder sauber, blitzblank. Und ich habe keine Kunden umgebracht, was auch ein Erfolg ist. Ja. Also für mich ist das ein Erfolg, für andere Standard. Für mich ist das eine Ausnahmesituation. Schon 3 Videos, niemand verreckt. Wahnsinn. So. Also in der letzten Folge war ja Hardcore-Action. Heute ist eher wirklich... Ja, im Vergleich dazu ist das hier Schlaftabletten-Style. Ah, das ändert sich jetzt. Wir können ruhig mal ein bisschen die Cops wieder provozieren. Ja, bist du dann bald fertig? Okay, you're clear. Ja, ich bin richtig clear, Mann. So, was ist hier drin? Habe ich auch schon ein paar Mal nachgeguckt. Gar nichts. Werfen wir den Kopf in die Kopf in die Fresse. Ich sag ja, provozieren. So, 2400. Oh, ein Hund. Cops. Und was nicht alles. Ah, oh, bald fahren die hier mit Panzern rum. Ich sehe das schon kommen.
Ja, dann kannst du nicht mal mehr tagsüber aus dem Haus gehen. Ja? Das Ghetto ist zu, Waschpulver verseucht die allseits bekannte Waschpulverpandemie, die das Ghetto im Jahr 2020 erreicht hat. Und deshalb wird auch tagsüber bald Polizeistunde verhängt. Da darfst du auch nur noch aus triftigem Grund aus dem Haus gehen, zum Beispiel wenn du dir Keijis Frühlingsrollen kaufen willst oder wenn du Eddie das Geld bringen musst. Ja, solche Gründe sind dann noch akzeptabel. So. Ja gut, wir machen den Lockpick, wir sind ja Profi. Okay. Ganz vorsichtig. Hat immer noch nicht gereicht. Ja, Premium. So. Du hast Geld. 1720. Woher? Was habe ich dir denn gegeben, Mann? Hier geht's noch. Der steht ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, das Geld hat sich in der Zeit vervielfacht durch die Zinsen. Ja, die Hosentaschenzinsen, wer kennst du nicht? Achso, den Hans da hinten kann ich eh nicht beliefern. Korps. Ich bin nicht da. Ignoriert mich einfach. Ich will zu meinem guten alten Freund Jamie und ihm die Meinung geigen. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Was ist hier drin? Gar nichts. Ja, das ist übrigens Jamies Herd und Jamies Sofa. Der hat genauso auf wie ich. Einfach auf die Straße stellen. Nein, ich habe nicht alles. Deswegen bin ich hier. Glaubst du, ich gehe aus Jux und Tollerei zu so einem Penner wie dir in den Laden? Da glaubst du aber selber nicht. So, hier. Ich brauche Metallcontainer. Kaufen wir 2 Stück. Das müsste reichen. $34.000 auf der hohen Kante. Ich bin rich. So. Lager bei den Docks. Hier. In den Docks. Ach so, ich bin in den Docks. Ich bin quasi schon auf dem Schiff. Natürlich. Jetzt. Sir, stop. Was soll ich denn machen? Überall sind Korps. Ich darf nicht niedergetasert werden. Das schadet meinem Ruf. Ich habe ja keine Wahl, außer wegrennen. Habe ich schon wieder neue Kundin? Kundin? Oh, nicht einen. Oh. Es ist so frustrierend, Leute, vernünftig zu spielen. Das liegt mir auch gar nicht. Also die Bude lasse ich so, wie sie ist. Das ist einfach Perfektion vom Feinsten. Was ist hier nochmal drin? Ja, einfach zu schön. Ich spiel richtig gut. So, erstmal speichern. Das soll ja nicht umsonst gewesen sein, diese ganze Mühe. Ach, da liegt noch Bargeld. Wow, das Bargeld hat mich aus dem Weg geboxt. Das Bargeld droht mir. Das Bargeld will endlich zu Eddie gebracht werden. Ja. Eddie hat sein Geld darauf trainiert, zu ihm gebracht zu werden. Ja, wenn das Geld nicht unverzüglich bei Eddie ankommt, dann rebelliert das Geld. Ist eh klar. Eddie, der spinnt doch. So. Zack. Hey Kollege, darf ich einfach so rüber? Das wäre voll korrekt. Nee, darf ich natürlich nicht. Don't try anything stupid. Ja, ich hab's doch schon probiert. Ganz oft in meinen Videos. Es ist nie gut für meine Gesundheit Alright, ausgegangen, off you wenn ihr go. mich dann wieder niedergetasert habt. Ich habe meine Lektion gelernt. Nee, habe ich natürlich nicht. Randale. Was ist das denn für ein Koffer? Das ist nicht. Hier liegt einfach noch so vollgepackter Drogenkoffer. Es ist so schön. Es ist so toll. Oh. Basketballplatz, ja, das geht ja noch. Ich dachte, Eddie, der schafft es jetzt neben Keiji hin oder so. Na, nochmal gut für dich ausgegangen. Dann wäre ich nämlich richtig ausgetickt. So, passt das alles in den Koffer? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Kann ich wieder zweimal latschen? Nur weil der Hans das nicht in vernünftigen Beutel packen kann, der nicht den kompletten Platz wegnimmt. Ja, es ist einfach Eddie schuld. Es ist immer Eddie schuld. So. Eddie ist schuld, dass die Kunden verreckt sind. Eddie
Eddie hat's mir eingeflüstert. Ah, jetzt habe ich Bestellung. Sehr gut. So, einmal hier rein. Dann Koks mitnehmen. Die Bude ist blitzblank. Zack. Und dann einmal das Equipment. Na, das sieht immer noch scheiße aus hier, ne? Ja, nee, das ist immer noch nicht der Heat. Naja. So, Hero brauche ich ja im Moment nicht. Das kommt alles hier rein. Grün. Grün. Wie viel geht denn da rein in so ein Kanister? Nur 150, du willst dich verarschen, oder was? Ja, toll, da hätte ich ja zwei Kanister kaufen müssen. Fentanyl ist rot, das weiß man. Ja, toll, ich habe hier überall noch Hero. Was ist das hier für ein Schnickschnack? Meth. Natürlich. Einfach mal Meth hier. Ja, es sieht gar nicht so schlimm aus. Ich werde das hier sowieso bald den Tisch entsorgen, das passt schon. Gut, da muss ich jetzt erstmal wieder was mischen. 100 Gramm rein. Hier habe ich gar nichts mehr drin. Aber ich habe noch Viagra. 5 Packungen noch. Ja, Porsche. So will ich das sehen. So, zack. Zack. 30 Gramm rein. Das passt schon. Das ist ungefähr 80-20. Eigentlich eher 70-30 jetzt. Aber das passt schon. Man soll die Kunden ja auch nicht zu verwöhnen. So. Oh, Mann. Mach doch hin hier. Ja, Wartezeit nur noch mal 15. Ich hab's geahnt, weil die beiden Betten jetzt weg sind. Na, klasse, Marmelade. So, aber das gehen wir auf jeden Fall noch eben verticken. Jedenfalls, was in unserem Gebiet ist. Weil, das muss hier mal vorangehen, Leute. Mit dem Ruf. Ich will im nächsten Video das schon in der grünen Leiste haben. Das wäre absolut Porsche. So, zack. Oh, lass den doch da stehen. Habe ich echt zwei neue Kunden? Nee, nur ein. Und der bestellt 2 Gramm. Oh Mann, das wäre so, wie wenn bei Mc's täglich ein Kunde reinkommt und Ketchup bestellt. Nein, also, das geht hier gar nicht mehr klar. 29 Gramm. Ah, toll, der will mir Geld geben. Ja, super, muss ich ja einsammeln. Junge, was wollt ihr alle? Koks? Nee, ich weiß, ich habe Koks nur frei. Alles cool. Oh, ich weiß nicht, ob ich das diese Folge noch mache. Eher nicht. Ich denke, die Folge ist lang genug mittlerweile. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bringe ich das Ghetto noch weiter auf Vordermann. Ich bedanke mich, RDLP.